Tali soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Denn es gibt wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade... Hab's gefunden. In der Nähe ihrer Position müsste es einen Schaden in der Hülle geben. Die nächstgelegene unbeschädigte Andockröhre ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Admiral Garrel hat es mit einem Frontalangriff versucht. Wir haben 6 Fregatten verloren. Das kleine Loch ist der einzige Schaden, den wir anrichten konnten. Also klein würde ich es nicht nennen. Hätten Sie es anders gemacht? Nein, er war einfach zu aggressiv. Ich habe dagegen argumentiert, aber als Admiral der schweren Flotte war es letztlich seine Entscheidung. Und die anderen Admirals? Zen hat die Invasion unterstützt, weil sie ihr Spielzeug ausprobieren wollte. Lan hat die Nachschubversorgung gewährleistet. Nur Corus war mit mir gegen den Krieg. Und er hatte recht. Wir könnten die gesamte Flotte verlieren, Shepard. Wir holen ihre Leute sicher hier raus. Am Ende haben sich also alle irgendwie vor der... Wie komme ich denn hier hoch, Mensch? Haben sich also alle irgendwie vor der Verantwortung gedrückt. Und Herrn Garrel konnte machen, was er wollte. So klingt das zumindest für mich. Okay, ich habe keine Ahnung, wo genau ich jetzt gerade hin muss ich zugeben. Könnt ihr mir irgendwie ein... Ah, da oben. Doch, da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ich verstehe es gerade nicht. Da drüben bin ich nicht direkt lang gekommen. Muss ich hier hinten lang? Nee, ne? Das wäre auch seltsam. Ach, nehmen wir doch die Leiter. Warum irgendwelche Leitern nehmen, wenn wir auch über Trümmer steigen könnten? Na, so groß ist das Loch jetzt aber wirklich nicht, das sie gerissen haben. Na gut, ich schaue erstmal kurz hier drüben. Okay, hier gibt's nichts. Na dann. Ist alles top stabil hier. War das Geräusch ein gutes Zeichen? Es ich habe irgendwie eine nicht so. Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Klar, wo muss ich hin? Da oben. Okay. Na dann. Ab nach oben mit uns. Und dann lassen wir mal die anderen in die gute Stube hinein. Verstanden. Sie können an Bord gehen. Danke, Shepard. Ich werde nächstes Mal versuchen, einen bequemeren Andockpunkt zu finden. Nächstes Mal? Danke, dass Sie mich mitnehmen. Naja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Mal sehen, was ich da tun kann. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Eine neue Waffe? Sie ist offen. Wir können gehen. Was hast du uns da für ein schönes Spielzeug mitgebracht? Eine Bogenpistole. Okay. Wir können sie uns ja mal kurz anschauen. Ich meine, Pistolen will ich ja eigentlich eh nicht mit mir rumschleppen, aber wir können ja mal kurz einen Blick drauf werfen. Bogenpistole. Schon mal scheiße schwer. Feuergeschwindigkeit, Schaden. Die sieht schon gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ne? Im Vergleich zu den anderen. Da haut die schon ordentlich rein. Also für mich ist die jetzt nix, aber ansonsten für die anderen Teammitglieder... Klar, klar. Warum nicht? Gut, okay. Sieht beeindruckend aus. Hat Admiral Zen entworfen. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und synthetische Wesen stört. Das können wir brauchen. Das ich gehe mal kurz nach unten. Zwiebeln mit Poloniumspitzen gegen organische Wesen einsetzen. Und das ist illegal. Wir müssen jeden Vorteil gegenüber den Geth nutzen, den wir kriegen können. Ich schaue noch mal kurz hier, ob es hier... Ja, ich dachte es mir fast. Das, ich meine, die bauen noch nicht hier so eine Sackgasse ein, ohne dass hier irgendwas ist für uns. Okay, hinten in der Schleuse ist aber sonst nichts mehr. Na, dann können wir loslegen. Wollte nur noch mal kurz schauen. Irgendwas musste ja hier sein. Ab nach oben mit uns zu den Mädels. Und los geht's. Lass uns Geth klatschen. Also, wohin müssen wir? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Verzeihung. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren.
Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorcluster. Ach nein, Lüftungsschächte, immer wieder Lüftungsschächte. Hast du etwa ein Trauma? Auf der Kulturenbasis haben Sie das doch auch gut hinbekommen. Ich wurde in Brand gesteckt. Ach komm, ich war schnell genug. Du musstest eigentlich gar keine Not leiden dort. Du hattest es eigentlich ganz gut dort. So, das nehmen wir natürlich gern mit. Guardian Anti-Jäger-Laser. Aber statt der üblichen Infrarotfrequenzen setzt das Schlachtschiff Ultraviolett ein. Teuer. Bringt aber auf kurze Distanz bestimmt einen entscheidenden Vorteil. Als die Flotte das Schlachtschiff gejagt hat, haben diese Laser unsere Schiffe praktisch auseinandergeschnitten. Sind sie okay? Wird schon wieder. Danke. Klingt gut. Können wir bestimmt für irgendjemanden mitnehmen und dann schenken. Irgendwo auf der Citadel bestimmt. Wo sonst? Also wir merken, die Citadel, die wird hier wirklich als Dreh- und Angelpunkt immer wieder mit eingebaut. Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Im zweiten Teil ist sie ja recht knapp weggekommen. Okay, die Brückensteuerung schauen wir uns gleich an. Okay, ansonsten ist ja nichts weiter. Guten Tag, die Damen. Oder Herren. Oder Dinge. Ich weiß nicht, was ihr seid. Ich höre keinen Alarm. Boah, hängt da an der Ecke fest. Ich fass es nicht. Na, krieg ich mal einen? Dankeschön. So, der nächste weg. Und auch du darfst dich verabschieden. Die strukturelle Integrität von denen ist nicht sehr gewährleistet im Nahkampf. Kann das sein? So, hier haben wir nichts. Ihr seid in Ordnung? Gut. Ist hier irgendwas? Nö. Na dann weiter. Tiefer hinab ins Schlachtschiff. Auf zur Kommandozentrale. Und ich guck mal immer an den Anlagen mit, an den Terminals. Denn es gibt halt wirklich öfter mal was abzuräumen dabei. Hi! Ja, ich merk schon. Ja, aber muss er sein. Praktische Hinweise? Deaktivieren Sie Ihre Schilde! Das war ein Riesentipp, die Schilde zu deaktivieren. Also ehrlich mal. Wer hat denn gerade auf mich geschossen hier? Keine Ahnung. Hat mir ja auch nicht so viel ausgemacht. War irgendwie, als ob mir jemand einen Stein gegen den Helm geworfen hätte. Einen explosiven Stein zugegebenermaßen. So, noch ein paar Credits für uns und weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Sehen Sie, das Signal geht an sämtliche Geth-Prozesse. Die Reaper haben sie vollständig unter Kontrolle. Die Struktur ist unfassbar komplex. Es ist keine Überraschung, dass die Quarianer es nicht unterbrechen konnten. Noch was zum Sammeln? Ein kleiner Visor? Ja, wir werden schön ausgestattet, muss ich sagen. Aus diesen Sensorschirmen können wir vielleicht Kampfdaten entnehmen. Oh, gut. Wir haben schwere Verluste. Die Geth verfügen über eine planetare Verteidigungskanone. Sie zerstört unsere Flotte. Ich lasse sie nicht im Stich, Tali. Das klingt, als ob wir da dann später mal hin sollten, um diese Kanone auszuschalten. Ein großes, starkes Ziel ist immer ein Zeichen dafür, dass Shepard in einem Selbstmordeinsatz dann hin muss, um das Ding kaputt zu machen, finde ich. Okay, haben wir hier irgendwas, was zufälligerweise in die Ecke gestopft wurde? Nee. Warum müssen wir die Kommandozentrale finden? Reicht nicht auch jede Zugriffskonsole? Wahrscheinlich nicht. Konsolen wie diese sind Zugriffsprogramme, die von Hunderten von Geth gleichzeitig benutzt werden. Sie sind vernetzt und arbeiten zusammen. Um das Reaper-Signal von hier aus zu deaktivieren, müssten sie alle Geth übergehen. Haben Sie je den Wunsch, so zu sein wie Sie? Vernetzt? Nein. Ich genieße die Freiheit der Intelligenz ohne Konsenszwang. Fühlen Sie sich nicht einsam, so als einzige KI auf der Normandy? Ich habe durchaus Gelegenheit zu sozialen Kontakten mit der Crew. Und die nehme ich aus Neugier oder Spaß wahr, nicht aus kognitiver Notwendigkeit wie die Geth. Tja, IG ist eben anders, ne? Was ich mich gefragt habe, wo ich eigentlich keine Antwort so richtig drauf weiß, ist IG auch aus... Oh, Geth Impulsprügelwehr, das schaue ich mir mal kurz an. Besteht IG eigentlich auch aus verschiedenen Programmen oder ist sie ein sehr komplexes Programm?
Das würde mich halt mal interessieren. Denn wenn sie aus mehreren besteht, müsste sie ja trotzdem wieder... Ach, hier ist es. Müsste sie ja trotzdem wieder einen Impuls mit ihren eigenen Programmen halt schließen letztendlich. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen, ne? Das könnte mir durchaus gefallen. Das werde ich mal aufpimpen, wenn wir wieder auf der Normandy sind. Und dann... Ja. Ich meine, die Feuergeschwindigkeit ist viel höher als bei unserem. Und der Schaden unwesentlich niedriger. Und das ohne Waffenmods und auf Stufe 1. Also, das wird was, glaube ich. So, aber erstmal wieder die Facetune rein. Gut, weiter geht's. Haben wir hier noch was? Nein. Aber wir werden ja hier sowieso schon ordentlich versorgt. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Die Jäger rücken an! Oh, dann rücken wir auch mal an, würde ich sagen. So, und ich kann ein bisschen schneller rücken als die. So, haben wir noch einen im Angebot? Vielleicht irgendwo. Nö, hat sich schon erledigt. Gut. Weiter geht's. Das ist halt mit dem Sturmangriff wirklich geil, weil man, sobald die irgendwo auftauchen, sofort draufheizen kann. Und ich meine, er ist ja wirklich sofort an denen dran. Und braucht nicht noch ewig lang dafür. Greift jemand an? Oh ja, tatsächlich. Das war der letzte. Finden Sie heraus, ob die Konsole einsatzfähig ist. Gut, geht klar. Verdammt, Sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Da, das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Und wenn wir dort sind, schalten wir es ab? Ja, aber wie kommen wir hin? Die Geth haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der der Länge nach durch das Schiff führt. Na dann. Und die Hauptbatterie? Sie sitzt direkt am Antriebskern. Das könnte gehen. Aber? Die Geth halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hochrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Das wird doch machbar sein. Moment. Wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet. Hebt das die Verriegelung auf? Ja. Okay, ich hab's vorbereitet. Aber seien Sie bereit, ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Tür. Gäste fallen von der Decke! Fallen von der Decke? Na gut. Lass sie mal von der Decke fallen. Komm, weg mit dir. Auch du darfst dich verabschieden. Na gut, die Konsole untersuche ich dann einfach mal später, glaube ich. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit der Fahrlässigkeit. So. Einmal den Schützen weggeräumt. Der hat noch viel zu viel Leben, finde ich. Komm, bleib liegen. Na, mein Kleiner? War er nicht gerade noch? Achso, den hat Tadi gerade schon ausgeschaltet. Hallo. So, darf ich denn jetzt mal? Sehen Sie nur, wie viele Daten der Zentralprozessor des Schlachtschiffs verarbeitet. Die vernetzte Verarbeitung ist ungewöhnlich effektiv. Ich allein. Oh, sie wäre überfordert. Das ist erstaunlich. Was ist das denn hier? Achso, das ist die Angriffsdrohne von Tadi. Achso. Na, alles klar. Wo ist er denn? Ja. Tja. Rasch zum Wartungsschacht, bevor weitere Verstärkung eintritt. Ja, Moment, ich will mich bloß noch kurz umschauen. Nur, dass wir hier nichts sinnlos liegen lassen. Muss ja nicht sein. What? Oh. Das sieht aber cool aus. Ja, ich bleib auch gern so in Brand gesteckt. Das ist ganz witzig. Das ist ein netter Effekt. Okay, dann lass mal aufbrechen hier. Irgendwas, was hier im Gang rumliegt? Nein. Das Schiff ist beinahe aquarianisch, aber eben nicht ganz. Es wurde für synthetische Wesen gebaut, nicht für organische. Wo ist Tali eigentlich? Ich empfand die geometrischen Formen als beruhigend und angenehm und war sicher, dass es Ihnen allen genauso geht. Ich empfange die schwache Präsenz von Geth-Intelligenzen.
Alle, die nicht auf mobile Plattformen heruntergeladen wurden, tun im Schiff Selbstdienst. Trotz all unserer kybernetischen Upgrades werde ich nie verstehen, wie man das alles komplett in ein Schiff integrieren kann. Bis zur Hauptbatterie dürfte es nicht mehr weit sein. Ich weiß wirklich zu schätzen, was Sie hier tun, Shepard. Naja, mir liegt das quarianische Volk eben sehr am Herzen. Es tut gut, wieder an Bord der Normandy zu sein. Sagen Sie Bescheid, wenn es Ihnen zum Schlafen so ruhig ist. Dann suche ich was Lauteres für Sie. Ihre Zurückhaltung ist unnötig. Mir ist bewusst, dass Sie und Tali während des Kampfes gegen die Kollektoren Intimverkehr hatten. Vielen Dank, Edie. Schön, dass du nochmal darauf hinweist. Ja, vor allen Dingen ist uns eigentlich Tali wichtig. Das quarianische Volk zwar auch, aber eigentlich nur wegen Tali. Und natürlich begreifst du nicht mehr alles, was die Geth hier irgendwie machen, denn die haben sich natürlich auch weiterentwickelt in den 300 Jahren. Das ist nicht mehr nur quarianische Technologie, auf denen das Ganze basiert, sondern die haben sich selbst weiterentwickelt. Lass mal aufmachen hier. So, weiter geht's. Ich glaube, jetzt steht uns ein steiler Abstieg bevor. Hier nix? Nee? Okay. Dann gehen wir mal weiter. So, naja, selbst Mordin wusste ja, dass wir was mit Tali angefangen haben im zweiten Teil. Der hatte ja sogar aufs Zimmer, auf die Kabine Bücher geliefert, die zum... Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Zum zwischen... nicht zwischengeschlechtlichen, zum zwischenrassischen Geschlechtsverkehr dienen sollten. Also irgendwelche Ratgeber und so. Natürlich weiß Edie dann auch davon. Ich meine, die hat ja das ganze Schiff im Auge gehabt mit. Verdammt! Prioritätsmeldung! Eine planetare Verteidigungskanone hat soeben Admiral Corus Schiff abgeschossen. Schlecht. Überlebende? Sind in den Rettungskapseln. Und ich habe hier Admiral Rahn, die gerade versucht, eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sie durch. Shepard, hier ist Rahn. Die schwere Flotte geht in die Knie. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir werden das Reaper-Signal in Kürze deaktivieren, Admiral. Gut, da haben wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Handlungsbedarf oder ein bisschen mehr Anreiz, schneller zu sein, glaube ich. Dass es nun ausgerechnet Corus sein muss, der ja eigentlich nicht für den Kampf war, ist natürlich auch blöd. Warum hätte es nicht der andere sein können hier? Herrn Garrel, der von mir aus. Der hätte doch einfach mal erwischt werden können. Ich meine, der wollte den Kampf. So. Hier klingt es, als ob gleich jemand vorbeischaut. Und uns ein wenig willkommen heißt. Kann das... Wow. Kann das sein? Ich gehe mal hier lieber in Deckung. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Raum ist. Oh nein. Ja, dieser Raum ist seltsam. Der stößt nämlich periodisch Schockwellen aus. Wenn wir entdecken, da kommen noch mehr. Solange man in Deckung bleibt, kriegt man nichts davon ab. Aber wenn man es verpasst, dann ist es vorbei. Lass mal hier kurz deine, nicht die Abwehrdrohne, sondern den Energieentzug ausprobieren. Ja, das ist doch schön. So, bloß aufpassen wegen dem Energiestoß hier, wegen dem EMP. Wäre nicht so gut, da reinzulaufen. Weg mit dir. So, da kann ich natürlich jetzt auch schlecht mit meinem Frontalangriff draufgehen, mit meinem Sturmangriff. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungünstig. So, dann eben so. Ja, wir kümmern uns gleich ums Abschalten. Ich würde sagen, wir schalten erstmal die Geth ab. Das könnte vielleicht helfen. Ich frage mich gerade, ob unsere Squad-Mitglieder sich auch davor in Acht nehmen müssen oder ob das für die egal ist. Schien ja gerade... Fuck! Schien ja gerade nicht so auszusehen, als ob Edie da auch Probleme mit hat. Ich meine, sie ist ja auch synthetisch. Theoretischerweise wäre das ja auch nur sinnvoll, dass sie da nicht von betroffen ist. Die Geth trifft sie auch nicht. Das Ding sieht schon ungemütlich aus. Ich will nicht wissen, wie sie es... Oh, fuck you.
wie es anfühlt, reinzukommen. Ich hab's, glaube ich, gerade gespürt. Jetzt kommen die Wellen aber ziemlich häufig. Nee, lass mal. Ich sammle mal kurz die Daten und dann... Wow. Na, schlägst du mal? Dankeschön. So, lass mal hier in Deckung gehen kurz. Gut. Weiter geht's. Hallo. Da ist die Wartungsabriegelung. Jo, lass gehen. Das Hauptgeschütz ist offline. Solange die Wartungsabriegelung aktiv ist, sind wir sicher. Los weiter. Na, das sieht ja sympathisch aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sein will. Die Abriegelung. Los, nichts wie weg von hier. Oh, fuck. Sehr gutes Timing. Oh, mir persönlich war das schon ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt. So, selbes Spiel wie vorher, wir müssen wieder in Deckung bleiben. Oh, gut reagiert. So, können wir da oben vielleicht eine Überlastung reinjagen? Das wäre doch schön. Lass mal ein Stück... Oh ne, ich bleib mal lieber hier. Ich wollte gerade sagen, lass mal ein Stück vorrücken, aber vielleicht nicht gerade, wenn das Ding schießt. Kann ich ja nicht hinter Entdeckung gehen? Doch. Ich wollte schon sagen. So. Hohoho, von der Seite, du Sau. Ah, den komme ich nicht richtig ran, ne? Jetzt habe ich dich. Gut, haben wir den auch? Weiter geht's. Oh nee. Das Ding schießt so häufig, Mann. Oh, komm. Weg mit dir. So, wie sieht's aus? Ich bleibe erstmal kurz in Deckung, bis das Ding wieder einmal geschossen hat. Okay. Jetzt aber. So. Kurz hier bleiben und weiter. Habt ihr ihn erwischt? Naja, nicht so richtig, ne? Ah. Ist das nervig oder was? Könntest ruhig. Na. Er will den Sturmangriff nicht machen. What? Wow. Scheiße. Er wollte gerade auch nicht in Deckung gehen dort, ne? Mann. Er wollte gerade irgendwie gar nichts mehr machen, hatte ich das Gefühl. Oh, nett, danke. Da fühlt man sich gleich willkommen, wenn man so begrüßt wird. Komm, hier, einmal drauf. Ja, ich gehe ja schon in Deckung. Wo denn? Ich sehe nichts. Lass mal hier den gleich mit dem Sturmangriff holen. So. Nee, deine Rakete wird mich nicht treffen. Vergiss es. Oh, das ist natürlich auch cool, wenn wir uns beide an derselben Stelle verstecken wollen. So ist unten alles klar bei euch? Ich hoffe. Ich werde jetzt nämlich weitergehen. Kann ich den kriegen? Nein, ich will nicht damit angreifen. Ah, nicht so richtig, ne? Okay, jetzt aber. Machen wir es mal so und gehen dann hier in Deckung. Ganz gemütlich. Warum in Panik verfallen? Passt schon. So. Die mit den blöden Raketen, das nervt echt. So, aber du hier vorne, du kannst mal ganz schnell aufhören, damit hier dich anschleichen zu wollen. Weg mit dir. So, einmal drauf auf die Schweine.
Ich könnte eigentlich hier vorne in Deckung gehen. Das ist eigentlich eine gute Stelle. Haben wir noch welche? So. Haben wir auch dich weg. Und damit sollte doch so langsam mal Ruhe sein, oder? Wie sieht's denn aus? Ich glaube gut, oder? Oh, komm. Man könnte es auch übertreiben. Haben wir noch was? Nö. Ach, jetzt mal wirklich. Ist ja dann gut hier. Gehen wir einfach mal hier lang. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Auch nichts für uns. Na gut, dann schnell weg aus diesem Bereich. Es gibt schönere Ecken auf diesem Schiff. Da bin ich mir sicher. Lass doch die Tür auf. Musst du doch nicht gleich wieder zumachen. Die anderen wollen doch auch noch durch. Die anderen, ach ja, natürlich, die haben sich schon rein teleportiert, na klar. Ein bisschen creepy seid ihr schon, Mädels.